Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal 2. Nachdem wir dieses Rätsel jetzt zum zweiten Mal gelöst haben, gehen wir weiter. Aufzug ist kaputt. Blöd. Na dann nehmen wir halt das Ding. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter, keine Ahnung wozu die gut sind, sind aber sehr beeindruckend. Warte, oh nein, das ist gar nicht gut. Ah, ich konnte nicht das für eine gute Idee halten. Das weiß ich nicht. Hat dessen, was er mit der Anlage gemacht hat, nach der Übernahme, töten? Von mir aus. Ab in den nächsten Ladescreen. Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Gut, dann baue jetzt einmal die... Da und die Testkammer ganz neu für uns. Da, bing. Sehr gut, weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Gut. Wir müssen also darüber. Schalter stellen, dann fängt nämlich dieses Ding zum Blubbern an. So, da wir da nirgends Portale setzen, können wir aber trotzdem... das Zeug brauchen. Machen wir es so. Weißt du, schön, wir machen es noch einmal. Vielleicht draufstellen. So. Gut. Das heißt, wir brauchen jetzt den schon wieder da, aber jetzt für was anderes. Weil wir brauchen ja... So, bleib jetzt da drauf einmal. Wir brauchen ja... Na, wie heißt dieses Ding? Und wir springen mal durch die Gegend. So. Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. So, na dann, weiter geht's. Und wenn wir dem Kerl mal das Handwerk legen müssen. Er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein. Oder er versucht es, was irgendwie traurig wäre. Entschuldigung, mein Fehler. Toll, Patsch. In jedem Fall glaube ich, er will uns töten. Mach weiter. Okay.
okay. Nur noch 3 Kammern bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. So, warte mal. So, einmal und zweimal. Wir brauchen das Ganze aber noch einmal. Nämlich, wir müssen diese 3 Sentries da drüben irgendwie loswerden. Somit machen wir es uns einfach. Wir machen, hauen jetzt mal den Retourgang rein. Warten, bis das ganze blaue Zeug da oben ist. Setzen dann das blaue Portal darüber und gehen wieder runter. Ups. Und wenn das da drüber ist, machen wir diesen hier. Und da waren sie alle 3 weg. Ja, auch in diesem Level gibt es eine Möglichkeit, wie man diesen Bildschirm dort drüben zerstören kann. So, jetzt muss nur ich irgendwie noch darüber kommen. Ich überlege gerade, wie das gegangen ist. Achso. Den Schalter da mal drücken, zu dem wir ja vorher nicht hinkommen sind. Genau, der macht uns da eine. Dann springen wir einfach du rüber. Hast es gelöst. Schön. Wie schön für dich. Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testentzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Wheatley Laboratories. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen ja. der Überraschung. Unbedingt. Nur noch 2 Kammern. Was kommt denn jetzt noch? Läuft die Zeit davon. Soll ich langsamer testen? Überraschung! Wir machen sofort. Okay, das muss man dir lassen. Für einen kleinen Trottel, dessen Lebenszeit idiotische, undurchführbare Pläne sind, war das eine gute Falle. Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauche dich nicht mehr. Ich habe 2 kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches, nur eben, du hast mich schließlich getötet. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo, schön. In diesem Teil bringe ich dich um. Aha, mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind... Nein, 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 mach das nicht. Stell dich hier hin. Wo stellst du? Komm zurück! Glaubst du, ich komm wirklich zurück? Bin ich blöd, Junge. So, auf Wiedersehen. Komm zurück, bitte. Komm zurück. Nein. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Auch dafür gibt es ein Achievement. Ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? So, warte mal, wir gehen nicht da, glaube ich. Und da eins. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich habe eine Idee. Du kleine Niete, ich hab Glück. Schön, mögen die Spiele beginnen. Okay.
Und Ladebildschirm. Juhu! Schon mal eben das Licht einschalten, langsam wird es dunkel hier. Halt durch, halt durch, halt durch! Bin schon fast da! Was hat er jetzt für? Okay, er dekoriert ein bisschen. Ein Scherz, oder? Bringen Sie dich um? Sie bringen dich um, oder nicht? Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich. Würde ich mir so denken. Vielleicht haben die Türme... Ha! Flog denn gerade dein von Kugel durchsiebter Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau Mau Vierling. Unschlagbar, glaube ich. So. Wir mischen den dann nach. Sehr raffiniert. Sehr raffiniert. Aber auch dumm. Die Blingen fast. Listig. Nein. Ich geh einfach raus. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Wilhelm, bitte. Nicht mehr. Oh. Du bist zu langsam. Oh, fast schon erwischt. Aber nur fast. Wo steckst du? Komm zurück! Ist da was kaputt gegangen? Nee, alles okay. Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Oh, ja, alles klar. Ich hab da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Da drüben. Es war zwei drüben. Sehr schön. Das war's. Somit hätten wir die Sandwiches da drüben auch ausgeschalten. Ist nur die Frage, wie wir da rüberkommen. Sag einmal, Kiste. Zack, am. So. Na dann, hier hüpf. So, weiter geht die wilde Reise Richtung Beatley. Und wieder ein Ladebildschirm. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage, das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich, dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. So, dann gehen wir mal weiter.
Aber bevor wir weitergehen, würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, bis dahin.